Gerd, du bist aber kacken. Nein, ich habe nur die Lucia abgegeben. Die wird halt ein bisschen Skifahren lernen mit dir auf der Simonhöhe. Ja. Und ich gehe derweil, wenn das okay ist, für die in die Pitten. Ja. Ja, passt. Und wir gehen jetzt zu Tellerlif. Ja, Tellerlif fahren. Super. Viel Spaß mit euch beiden. Ja? Bis später. Bis später. Baba. Ciao. 1, 2, 3, Break time. Wichtig beim Skifahren den Helm tragen, gell? Ja. Okay. Weil sonst fällt man um und kriegt Aua. Genau. Servus, Erik. Servus. Ich bin der Georg. Ich habe gerade meine Tochter bei dir in der Skischule abgegeben. Und bevor wir was essen gehen, kannst du mir ein bisschen was über die Simonhöhe erzählen? Ja, die Simonhöhe besteht jetzt auch schon 45 Jahre mit Schwerpunkt Familien. Und da haben wir wieder geschaut, Schwerpunkt Kinder und Jugendliche. Weil ich glaube, wenn wir die Kinder und die Jugend zufriedenstellen, dann haben wir die ganze Familie. Und das bietet sich an aufgrund unserer Hänge. Und hier muss ich sagen, die Pisten sind immer sehr gut gepflegt und auch vom Gefälle her passt das genau. Ich sage, wenn wir die Kinder zufriedenstellen, haben wir alle zufriedengestellt. Und so trauen wir mal sagen, ist die Simonhöhe Kärntens Kinderskigebiet Nummer 1. Und das Ganze vor einem traumhaften Panorama, wie ich das sehe. Ja, noch dazu, inmitten Kärnten, im Zentrum Kärntens. Wenn man hier nach Norden schaut, sieht man die Durach, Hochrindel, Flatnitz. Doch vorne sieht man die Saualpe, wenn wir ein bisschen weiter nach rechts schauen, ist da hinten die Choralpe, schön schneebedeckt, und rechts unten die Betzen und ich muss sagen, und alles in der Nähe von Klagenfurt. Super, und wir gehen jetzt was essen, oder? Okay, ja. Ich war schon an Hunger und jetzt sagt er wieder, auch wie wir hier gemütlich sitzen können, gut essen, gehen wir runter zum Winter. Super. Wir sind jetzt, habe ich gesehen, da bei der Jausenstation Winter, die heißt aber im Sommer so, oder? Die heißt immer so, ja, ja. Aber das ist ein alter Bauernhof und wenn ihr da einkehrt, da muss ich sagen, kriegst alles Naturprodukte. Wir haben eine große Landwirtschaft dabei und ich glaube, das zählt in der heutigen Zeit sehr viel. Also unbedingt einkehren, ob Sommer oder Winter, beim Winter. Und rodeln kann man auch, habe ich gehört, gleich herum. Ja, bei uns kann man, wir haben eine eigene Rodelbahn, wir haben eine Märchenabfahrt, ganz, ganz wichtig für die kleinen Kinder, weil das ist ja wichtig, dass die Kinder sich wohlfühlen. Das ist eine Abfahrt im Wald, wo viele Märchenfiguren sind, wo auch ein Wildpark ist, wo die Tiere auf Kontakt sprechen mit den Kindern. Und das ist einer der liebsten Abfahrten für die Kinder. Brav warst, habe ich ein paar Sachen für dich mitgebracht. Eine Urkunde? Genau, eine Urkunde. Und. Und eine Goldmedaille! Schau mal, wer da oben ist. Siehst du das? Mhm. Wer ist denn das? Der Hase. Der Hase! Und ein Überraschungsei. Magst du das überhaupt? Ja. Ja, super. Und. Da ja, da ist muss man dann was einmachen. So, dann gehen wir mal schauen, wo der Papa ist. Da drin! Super!
Nähere Informationen über das Tourismusangebot in Kärnten finden Sie auf www.kärnten.at.